So, ein Ike ist am Start und null Zuschauer. Okay. Ja. Neues Spiel, Kampagne, Gefecht, Spielladen, natürlich die Kampagne. Für Valhalla. Man erzählt sich, dass die besten Krieger den Göttern persönlich begegnen. Ja. Ziele daheim. Finde einen Weg zu deiner Siedlung zurück. Das wird die dort bestimmt sein. Mal ganz kurz. Einstellung. Wir machen das hier mal ein bisschen größer. Ja, genau. As you wish. Was? Das habe ich nicht verstanden. So. Ja. Da geht's nicht weiter. Aber hier. Kampf, Kampf, Erkundung. Kann ich das hier verschieben? Bitte? Nein? Okay. Kampf. Befiehl deinen Einheiten gegen Feinde zu kämpfen. Doppelklick mit der rechten Maustaste, um eine Einheit zum Rückzug vom Schlachtfeld zu zwingen. Die Kampfbereitschaft der Einheit kann mit den Kampfverhaltungstasten geändert werden. Mhm. Erkunden. Deckung. Arbeiten. Ja, das werden wir alles im Spiel rausfinden. Alright. Alright. Feindliche Armee aufgetaucht? Das sind Wölfe. Das ist keine Armee. Scheiß drauf. Für Odin. Yeah. Okay, das ist nice. Hier oben. Oh, Yggdrasil. Nahrungsproduktion plus 15% erhöht Fruchtbarkeit. Wir haben 3 Kampfeinheiten. Aktive Arbeiter 0. Verfügbare Arbeiter 10. Mhm. Gruppe aufstocken. Verhalten Defense. Aggressiv. Neutral. Sogar mit Runen. Baue einen Tempel, um Segen freizuschalten. Nee, so hier. Ich muss zur Siedlung. As you wish. Ich muss ganz kurz mal raustappen. OBS, denn ich werde dieses Spiel auch auf YouTube bringen. Nicht nur auf Twitch streamen. Deswegen werde ich die Musik hier doch nochmal einen Ticken lauter stellen. Ah, 70. Passt. Und natürlich ist es wie ein richtig geiles Wikinger-Spiel. Ist seitdem, jetzt muss ich lügen, ne? Kurz auf Sandy gucken, seit dem 20.05. erhält auf Steam. Ja.
Okay, hier ist eine Wand. Ey, komm, wir wollen alles aufdecken hier. Axtkämpfer. Ja, sogar mit Jahreszeiten. Schön, schön. On my way. Hallo? So. Hier geht's nirgendwo weiter. Okay. Aber die Grafik ist einfach nur geil. Da geht's nicht hin, dann dort hin. Wie weit komme ich denn raus? So weit. Das ist mir aber ein bisschen zu weit, muss ich ehrlich sein. Hier sind wir doch gestartet. Runter hier. Geht das schneller? Ne, okay. Grindavik. Hä? Okay. Warum werde ich jetzt gleich angeguckt? Ah! Okay, schön, schön. I got it. Kann ich irgendwie, Deckung? Okay, dann werden wir da noch nicht hingehen. Hier hin. Kann ich das hier irgendwie... Ah, mit dem Mausrad, okay. Da hinten wird man bestimmt was abbauen können. Kann ich die... Sind das meine? Nee. Komme ich denn jetzt an den vorbei? Deckung. Verstecke deine Einheiten im Laub des Waldes, damit sie unentdeckt an Feinden vorbeikommen. Du kannst auch Deckung verwenden, um einen Hinterhalt gegen einen sich nähernden Feind vorzubereiten, um einen Vorteil im Kampf zu gewinnen. Deckung. Wie? Tastenbelegung. Folgen. Auf Basis fokussieren. Zerstören. Ausrichtung des Bauwerks umkehren. Okay. Fotomodus ist L. Aber hier gibt es nichts mit Deckung. Ja. Okay. Dann werden wir uns mal hier lang bewegen. Und ein Gewitter naht sich. Und, hallo an die, die dazugekommen sind. Auch wenn es nicht viele sind. Aber das höflichkeitshalber Hallöchen. Ich komme hier tatsächlich lang. I got it. Und hier hinten ist dann auch gleich die Siedlung. Nice. Moin moin Tüte TV. Gepriesen sei Odin für seinen Schutz. Wir sind endlich da. Town Hall. Um Ressourcen zu sammeln und zu verarbeiten, musst du... Danke. Musst du Arbeiter Gebäude zuweisen. Arbeiter kannst du über das Gebäudefenster oder das Schnellmenü zuweisen, dass du über die Tasten Alt erreichst. Die Zuweisung kannst du über das Baufenster wieder verändern. Alt? Oh. Okay. Almost. Ach, das Mausrad war das. Oh, nice. Das erinnert mich gerade voll an Valheim.
So, ich habe jetzt 3 Krieger. Aber 0 Menschen, die für mich arbeiten. Cool. Ich würde gern... Wenn ich euch jetzt hier rein... Ach, stopp mal, hier unten stehen ja welche. On my way. Ah, okay. Ein oder 2 Speer. Euch stelle ich mal dort hin. Ich habe keine Arbeiter. Warum das? Kämpfer. Die Musik ist episch, wie bei Halo. Das auf jeden Fall. Ich mag solche Musik. Alles, was halt mit der nordischen Mythologie zu tun hat, ist, kriegt bei mir einen Daumen nach oben. So, das sind auf jeden Fall alles Krieger. Was haben wir denn hier unten? Es schneit. Gemeinschaftsgebäude. Brunnen. Druide. Fischerhütte. Ich möchte aber gerne... war das Kuh? Nee, er auch nicht. Oh Gott, wie dreht man die Gebäude nochmal? Interface an aus, auf Basis fokussieren, zerstören, Versorgungsfenster, Zeit beschleunigen, nein, Schnellspeichern F5 ist sehr gut. Nächste Einheit, vorherige Einheit, Fotomodus, Umrisse an aus, überspringen, R und T, okay. Ich wollte Holzfällerhütte. R und T, okay. Wo ist denn der Eingang? Ja, bestimmt am Rundschild. Nee, wir stellen dich dahin. Oder direkt dort? Nee, hier oben. So. Und gebaut wird's nicht. Ich hab niemanden, der's baut. Doch, da kommt einer. Lass dich doch mal anvisieren. Erreichen Sie die Siedlung des Jarl Irland. Die ist dann da oben. Haben wir eigentlich schon Jarl? Ich glaube nicht. Da ist der Engel. Gut, steht richtig rum, so wie es ist. Gut, Produktion müsste, also wenn das Zahnrad sich dreht, müsste heißen, dass es funktioniert. Das ist eine Fischerhütte. Das sieht mir hier aber alles ein bisschen beschädigt aus. Schaut sehr entspannt aus. Ja, das ist halt so ein Strategieaufbauspiel und ich spiele halt gerade die Kampagne. Hast du das Spiel? Das ist gestern rausgekommen. 20. Mai und ich habe es mir heute früh geholt und ich dachte mir, ja, ich schaue den Stream einfach mal an. Weil Wikinger, da ist man bei mir vorne mit dabei. So, der Winter ist schnell vorbeigegangen. Ein Lager, eine Sammler. Ermöglicht es dir,
Rasen, Eisen und Steine aus Rohstoffvorkommen zu sammeln. Okay. Da haben wir hier gleich mal zwei Stück. So, der Eingang ist hier vorne. Das sieht man schon. So. Ein Lager brauche ich vorerst nicht. Trainingsgelände wäre vielleicht auch noch von Vorteil. Ich muss noch meine Ressourcen aufpassen. Stopp. Da ich das hier gerade sehe, bauen wir hier auch noch mal eins hin. So. Hier wird fleißig gebaut. Ah, deswegen finde ich nichts bei YouTube. Bin auch am Überlegen, es zu kaufen. Also wenn du auf die nordische Mythologie stehst und halt so ein Faible für Wikinger hast, hol's dir. Es lohnt sich. Und vor allem, man kann es online spielen, im Einzelplayer. Da hast du dann die Kampagne, da hast du, glaube ich, freies Spielen noch. Also es würde sich definitiv lohnen. Und ich sag mal so, es ist momentan noch recht günstig. Du weißt ja nicht, wie es dann ist, wenn es in der Beta ist. Vielleicht verlangen sie dann 25 Euro dafür. Also bis jetzt ist es noch ein Schnapper. Okay, jetzt ist die Produktion gestoppt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt, bevor wir irgendwas machen, den Jarl besuchen. Das habe ich nicht, aber ich habe sehr Bock auf Strategie und Co. Ja, dann überleg's dir. Ich kann nur für mich sprechen. Also ich mag die nordische Mythologie total. Und von daher habe ich mir das halt auch direkt geholt. Hab auch noch weitere Spiele auf der Watchlist, die ich mir holen werde, wenn sie dann mal veröffentlicht werden. Und also Strategie... Es ist mal was anderes als zu den ganzen Städtebau-Dingern und weiß der Geier, was es da noch alles gibt. Momentan kommt ja viel raus, was mit der nordischen Mythologie zu tun hat. Und, boah, ich kann es bis jetzt nur empfehlen, auch wenn ich gerade mal seit 18 Minuten spiele. Right. Hier hinten ist was... Blau bei den Gegnern. Das sind... Ja, das sind die Gegner. Warum werden die blau an? Ah! Ein Holzwagen, der in Eile zurückgelassen wurde. Es könnte sich noch verschiedene Wertgegenstände der früheren Eigentümer darin befinden. Oh, die müssen wir uns irgendwann holen. Arbeiter zuweisen... Okay, danke für den Tipp. Danke dafür. Da wäre ich jetzt natürlich nicht drauf gekommen. So. Und Hallöchen, Hack 3005. As you wish. Was ist mit dem da los? Komm mal bitte mit hierher. Warum gehen die zwei, drei nicht weiter? Schöne Ressourcenmenge. Die Partikel verschwinden. Hunger. Werden Hunger. Dann hier auch einmal. Das arbeitet. Ja. Hm.
Es sind keine Arbeiter zugewiesen. Dann machen wir das auch nochmal. So. Baue Fischerhütten. 1 von 2. Ich weiß, dass die Hunger haben. Kann ich jetzt noch... Ich würde die ungern so nah beieinander bauen. Ah ja, komm, scheiß drauf. Und noch eine Jägerhütte. Die kommt natürlich hier hinten hin. Da ist der Eingang. So. Ich muss aufpassen, dass die ja nicht angegriffen werden. Aber ich stehe bis jetzt noch safe. So, Bauerhaus 0 von 3. Da haben wir schon mal 20 Fleisch bekommen. Schön. Ich finde das Boot hier einfach noch richtig geil. Oh, nice, nice. So, die angeln jetzt. Der tut gleich jagen. So, da kommt aber nur ein Jäger hin. Hier kommt ein Fischermann hin. Da haben wir zwei. Die bleiben auf jeden Fall erstmal. Und wir lunzen mal weiter rum hier. Oh, was ist das? Fragezeichen. Beunruhigende Dorfbewohner. Unser Dorf wird von den Räubern überfallen, die sich im Wald versteckt haben. Bitte hilf uns, sie loszuwerden. Wir werden den Jarl dafür reich entlohnen. Geben wir unser Bestes. Wir können nicht helfen. Ach, scheiß drauf, ja. So. Wo sind sie denn? Wald befinden. Das sind aber nicht die von vorhin, die wir gefunden haben. Die sind ja zu weit weg. Kümmere dich um die Räuber, die den Bauernhof... Map? Kann ich dich... Nee. On my way. Hier waren wir schon. Dann könnten die ja nur noch hier oben sein. Der Winter ist schon wieder da. Das geht aber zügig. Die Räuber, die im Wald sind. Ich würde... Oh, was hat... Ah, jetzt. Ich muss mal ganz kurz was... Gucken, wenn ich das jetzt so mache. Jetzt sieht man das auch wieder. Sehr schön. Kümmere dich um die Räuber, die den Bauernhof überfallen. Ja, aber... Da kommt niemand. Da ist der Jarl. Ich lasse die erste Mal da jetzt stehen. So, hier ist die Siedlung.
Schon 65 Fleisch? Also verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Stahl wird im Rennofen mit Rasseneisen und Holz produziert. Gerberei produziert Kleidungsstücke. Ja. So. Dann kommt auf jeden Fall doch noch eine Kaserne hierher. Die kommt dahin. Ich denke mal, ich werde bald noch mehr Einheiten benötigen. Das ist ein Haus. Zufriedenheit minus 1 wegen Kälte. Brunnendruide Haus. Training. Jägerhütte. Sammlergilde. Ermöglicht es dir Rasseneisen und Steine aus. Ja, okay. Mehr gibt's hier noch nicht. Okay. Da würde ich mal sagen. Wir bauen noch den Spaß hier hin. Die haben ein Herz in den Schnee gemacht. Tatsache! Lol, das hab ich gar nicht gesehen. Ich baue mal dahin, da ist alles mit drinne. So, wir können nichts ausbilden, uns fehlt Kleidung. Dann zwei Mann beschäftigen, bitte. So, der ist fertig. Da kommen auch erstmal zwei Mann hin. Wenn ich habe keine mehr. Okay. So. Aber jetzt. Und die hier drüben, die leben hoffentlich noch. Hier sind sie. Ja, die leben noch. Gründerweg 3 von 20. Okay, ich brauche doch die Häuser. Erst einmal noch einen schönen Brunnen. Oh, okay. Wenn ich das sehe, das heißt, mein Dorf wird bald mit Brunnen befüllt sein. Wenn ich den hier hinsetze. 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude. So, ein Druidenhütchen noch. So. Setzen wir den dahin. Den setzen wir dahin. Und der hier unten kriegt seinen eigenen. So. Boah, haben wir eine Menge Fleisch. Vier Stück Hammer. Der steht nur rum. Der ist echt faul hier.
Hol dir doch mal dein Zeug ab. So, unser Druide. Okay, wir haben aktuell keine Bewohner mehr. Ein Häuschen. Dahin. Das Häuser, komm. Na, shit. Dahin. Und dit kommt hier hinter. So. Erreichen Sie die Siedlung des Jahres haben wir immer noch offen. Kümmere dich um die Räuber, die den Bauernhof haben wir immer noch. Baue Trainingsgelände. Hab ich doch. Okay. In der Trainingshalle können neue Krieger ausgebildet werden. Rekrutiere Axtkämpfer. 2 Stück. Ja. Geht nicht, mir fehlt irgendwas. Fleisch und... Was ist denn das? Ah, jetzt. 1. Okay. Hier brauche ich nichts zuweisen. Das ist sehr gut. Oh, ich muss beim Brunnen auch noch Leute zuweisen. Ach, das war Wasser, was mir da angezeigt wurde. Ah. Und der arbeitet immer noch nicht. Oha! Die Armee wird stärker. As you wish. Das sowieso. Kümmere dich um die Räuber. Okay. Errungenschaft freigeschalten. Village. Village. Wo waren jetzt meine... Hier. Ihr wandert mal bitte dahin. Da ist der Brunnen. Der kriegt auch nochmal ihn zugewiesen. Dann haben wir noch 3. Da sind 2. Dann können wir uns auch gleich noch einen Druiden dazu holen. So. Einer müsste erstmal reichen. Das ausreicht? Alright. Mal schauen. Weitsicht. Okay, wenn jetzt hier unten keine mehr kommen, dann müssten die doch oben sein. Es wird bedrohlich, die Musik. I got it. Jetzt nicht mehr. Oh, was haben wir denn hier? Na komm, wir decken erst noch mal schnell den Spaß hier auf. Ein Stückchen noch. So. I got it. Was ist das? Das sind doch wohl nicht etwa die Banditen.
Torwächter, im Wald in der Nähe lauern Räuber. Wir können dich erst vorbeilassen, wenn es dort draußen sicher genug ist. Geben wir unser Bestes. Ja. Aber wenn das hier draußen ist, dann muss ich ja da raus, um die zu bekämpfen. I got it. Verstehe ich zwar jetzt nicht ganz, aber okay. Die Jahreszeiten vergehen ja ganz schön flott. Okay, das lohnt wir uns jetzt erstmal an. Gab es wieder ein paar Ressourcen. Schön, schön. Warte mal, ich drehe jetzt mal die Kamera dahin, wo ich hin muss. Da ist der Jarl. Ach, der versteckt sich hinter der Mauer. Ah, ja, okay. Dann sind doch hier draußen die Banditen irgendwo. I got it! Oder auch nicht, weil es eine Sackgasse ist. Ihr sollt alle euch bewegen. On my way. Okay, hier oben geht's nicht weiter. Ich komme da einfach nicht mit der Kamera hin. On my way. Ich würde sagen, da ist keine Menschenseele, schön. Doch, jetzt. Für Odin. Jetzt kämpft doch mal. Die Räuber wurden... Was? Die Räuber werden die Bauern nun nicht mehr... Ja, überfallen. Behelligen. Es gab wieder schön viele Ressourcen. Kann ich das jetzt mein eigen nennen? Nee. Wieder Ressourcen bekommen. As you wish. Okay, hier ist dann Ende im Gelände. Das heißt... Eigentlich... Waren hier... War das jetzt das Dorf?
Ja, das war das Dorf, genau. Dann werden wir jetzt noch nicht zum Jahr gehen. Da gehen wir erstmal zurück. Alright. Hier bilden wir gleich mal noch welche aus Speer. Nein. Bogenschützen. Wäre eine Option. Ich frag mich, was mit dem hier los ist. Der steht einfach wirklich nur rum. Aber Eisenhammer. So, ihr kommt auch dahin. Jetzt fehlt uns wieder Wasser. Alter, die Speer sind schneller als alles andere. So, hat der Druide irgendeine Eigenschaft? Tempel, nein. Halle der Ältesten. Heim des Jahres. Wie viele haben wir denn? 1, 4 und 5. Speer brauche ich aktuell nicht. Einen haben wir noch, der zwar fast down ist. Ich brauche aber wieder Wasser. Bekomme ich das auch? Bitte. Hallo, Wasser. Sonst renne ich jetzt mit denen los. Da waren ja noch ein paar feindliche Einheiten. Und zwar hier unten. Almost. Da gibt es dann wieder Ressourcen. Und hier unten müssen wir auch noch einiges aufdecken. Fünf Gegner, wir sind aktuell zu 10. Der Speer. Wer richtig mitkämpft, ist die andere Frage. Cut him down. Ja, da war er schon down. Wir fallen ja wie die Fliegen gerade. Was ist denn hier los? Okay, die haben nur noch zwei. Ein. Null. Und wir haben noch drei. Ja. Das hat sich mal nicht gelohnt gerade. Wieso? Plündert doch mal bitte. Oh Mann. So, einmal zurück. Leder und Wasser. Warum bringt der Dude mir hier kein Wasser? Was soll das? Und bei dem ist die Frage, bleibt denn, jagt der nur in dem Kreis? Weil wenn ja, dann baue ich hier nochmal eine hin. Da war die Tür. Was
So. Ich verstehe das Prinzip momentan noch nicht so recht. Pferde haben wir... Nee, das sind... Ach, das sind Arbeiter. Okay. Mir wird zum Beispiel kein Wasser hier angezeigt. Aber jetzt haben wir wieder Wasser. Jetzt fehlt uns nur noch Leder. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen. Warum geht da keine Arbeit, ne? Ach doch, jetzt. Da hämmert er rum. 10 Kilometer weit weg vom Haus. Und einen Jäger zu weisen. Immer noch nichts, fehlt immer noch Leder. Warum? Warum wollen die Leder, aber die wollen Anzüge haben? Hm. Wer weiß, wer weiß. Wir haben 32 Anzüge. Ich stopp erstmal hier die Produktion. Und der Druide, was macht der jetzt genau? Arbeiter, Nahrung, Bauern, Armee, Halle des Edisons Tempel. Heilt Krieger in der Nähe und erhöht die Zufriedenheit von Haushalten in der Nähe. Wow, und ich habe den so weit weggebaut. Kann ich den wieder abreißen? Geht das irgendwie? Dekonstruieren, hier. Der Druide kommt hierhin. Oder auch nicht. Komm. Jetzt. Jo, dann werden die geheilt. Passt. Oh, dann hätte ich den auch lassen können für die Häuser und für das. Da würde ich den aber dann wohl eher so hier in die Ecke setzen. Und der Schnee kommt... Hier kommt ganz schön viel Schnee runter, so hoch wie der ist. Oh. So, einer rein. Und jetzt, deine die Lebensanzeige steigt aber nicht. Warum das? Da ist auf jeden Fall einer drinne. Also entweder täusche ich mich oder die Lebensanzeige steigt wirklich nicht. Nö. Beschiss. Ich kann immer noch nicht. So, der arbeitet. Der arbeitet auch.
Warum war der ausgeschalten? Wir brauchen Leder, das heißt, da kommen überall Zwehr rein. Essen haben wir halt gerade wirklich genug. Stein und Holz vorerst auch. Was ist das? Raseneisen wird von der Sammlergilde aus Raseneisenvorkommen gesammelt. Verfügbare Ressource. Hier habe ich zwei drinne. Die haben das Steinvorkommen fast abgeerntet. Hier genauso. Das heißt, wenn das weg ist, genauso wie die Erze, reiße ich die Hütten ab und baue die woanders auf. Okay. Die werden wirklich nicht geheilt. Das ist ein bisschen... ja. Nicht schön. Die bringen bestimmt gerade Fisch. Ja, da kam Fisch rein. Okay, Zufriedenheit 5. Ja. Ich muss warten, bis Leder da ist. Vorher geht hier gar nichts. Ach, wisst ihr, was hier kommt? Scheiß drauf, wir machen drei rein. Je mehr, desto besser. Jo, die arbeiten jetzt alle fleißig. Dann mache ich ganz kurz eine Pause, gehe eine rauchen und das, was man noch so macht, wenn man AFK ist. Nö, lass ich weiterlaufen in der Zeit und bis gleich.
So. Leder haben wir immer noch keins. Schön. Nicht schön. Und die sind immer noch nicht geheilt. Sammelbanner, ja. Haben die auch einen? Oh, wow. Och, das hätte mir einer sagen müssen. Na dann. Sammelt mal. Aber der Holzfäller, der macht das auch ohne, dass ich einen Banner setze. Ach, der hat automatisch schon einen. Ah, okay. Und die hier brauchen keinen. Ja, da kann ich ja lange auf Leder warten. Ich baue mal noch eine Hütte vorsichtshalber. Da ist der Druide. So. Bringt mir Leder. Oh, oh, geht das? Oh, holy shit. So. Bitte einmal das Zeug dort abholen. Das wäre echt nice jetzt. Jo, die gehen jetzt wirklich... Oh, ja. Das muss man erstmal alles wissen. Kann man das irgendwie offen machen? Nee, schade. Kann ich den Namen umbenennen? Nein. So, dann erhöhe ich mal ganz kurz die Geschwindigkeit. Ich brauche das Leder. Ich hoffe, der hat jetzt welches dabei. Ja, und es ist wieder Winter. Oh, okay. Aber warum haben wir nur fünfmal Wasser da drinne? Ich hätte gerne eine Wasseranzeige. Das ist doch Wasser da unten, was mir gezeigt wird. Ja. Und das kriegt man hier. Hä, oder? Ist das Wasser? Ich muss das jetzt. Ich muss das hier mal ganz kurz. Einstellung. Anwenden. Letztes Stück. Es sieht aus wie ein Männle, was durchgestrichen ist. Männle, da durchgestrichen ist. Hier haben wir auf jeden Fall die Krieger. Ich könnte. Ja, das fehlt jetzt überall. Ist. Hä?
Kampf, Erkundung, Deckung, Arbeiter, Nahrung, Bauern, Haus der Ältesten hab ich noch nicht. So ein Tempel hab ich auch noch nicht. Und ah nee, Arbeiter sind das nicht. Was könnte das sein? Verzeichnis. Männel, was durchgestrichen. Das habe ich hier überhaupt nicht. Ja. Nee, das ist Wasser. Hey, für was ist denn dann das andere, bitteschön? Sind das Klamotten? Nee, dürften keine Klamotten sein. Gott, schau, wie die Bäume da hinten wachsen nach. Hier habe ich auch nicht so ein Symbol. Beim Druiden habe ich es auch nicht. Bei den Fischerhütten habe ich es auch nicht. Aber jetzt habe ich wieder zwei davon. Oder sind das doch die verfügbaren Arbeiter? Weil hier bräuchte ich zwei und zwei hab ich. Wo hab ich denn mehr? Hier machen wir jetzt erstmal nur ein. Jetzt hab ich drei. Hier gehen wir mal auf ein runter. Und hier gehen wir auch überall mal auf einen runter. Das sind die Arbeiter tatsächlich. Okay. So. Noch ein paar Axtkämpfer, noch zwei Speer. Gruppenlimit 20. Okay, die Speer sind schneller fertig als die Krieger. All right. Und warum heilt der Druide meine Truppen nicht? Heilt Krieger in der Nähe und erhöht die Zufriedenheit von Haushalten in der Nähe. Warum heilst du meine Leute nicht? Ein Banner kann ich nicht setzen. Ich verstehe das gerade nicht. Okay, ich guck mal ganz kurz aufs Handy wegen meinem Sohnemann. Okay. Ja, dann lass ihn zu Hause. Musste kurz meiner Ex-Frau schreiben. Mein Sohnemann ist nämlich krank. Wieso? Ich hab doch einmal Dings angeklickt. Warum hat der jetzt... Ich hab doch die... Axtkämpfer. Ah,
Hallo Freedom Squad Fan 79. Willkommen im Stream. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich habe doch die Axtkämpfe angeklickt. Dann machen wir das jetzt so hier. Stellen wir die jetzt nochmal her so. Und dann werden wir mal zum Haus des Jarls gehen. Wenn die fertig sind. Da werde ich die aber hier zurücklassen. Ich brauche noch zwei Speer. Die sind ja nicht wirklich für den Kampf geeignet. Wie kann man eigentlich jagen? Ging bei mir nicht. Ich habe das auch vor ein paar Minuten erst rausgefunden. Wenn du eine Jägerhütte hast, musst du hier auf den Banner klicken und den irgendwo setzen. Und dann wird dort in dem Gebiet gejagt. So, da haben wir die jetzt auch. Ich habe nur das Problem, beim Druiden steht da, dass der die Leute heilt tut, aber irgendwie heilt der meine Bogenschützen nicht. Oder ist... Alles klar, jetzt weiß ich schon, was die Anzeige ist. Wenn sie voll ist, habe ich 5 Jäger. Ich habe aber nur 3. Ja, gut. Hier hinten ging's zum Jarl. Alright. Wenn ihr Nebengeräusche gehört, es tut mir leid, im Hausflur wird gerade geputzt und die hämmern mit ihrem Besen wieder an die Hauswände. Na, Hallöchen an alle, die neu dazugekommen sind. So, jetzt kommen wir nämlich hier durch. Sehr schön. Ne, nicht den Berg hoch. Boah, das sieht aber auch geil aus. Oh, so ein Rundschild fehlt mir allerdings auch noch an der Wand. Das werde ich mir auch noch kaufen müssen. As you wish. So, okay, wenn das hier zum Jarl geht, dann werden unterwegs bestimmt noch ein paar Feinde auftauchen. Da sage ich, hier geht's zum Jarl. Wir gehen erstmal dahin. Das sieht interessanter aus. Da gibt's wieder Ressourcen. Nice, nice. On my way. Ach, hier wieder Gegner? Nee. Oh, ey, ey, nein! Hilfe! Wo? Kill them all. Die. Die, you scum. Ja, die waren weg. Das sind keine Feinde? Meister, ja, deine Krieger wirken wie Schwächlinge. Wir können sie für einen guten Preis trainieren. Ganz ehrlich? Komm, hier, trainieren. Warum nicht? Ich habe die Ressourcen momentan. Ich glaube, hier ging's. Ne, hier ist der Berg, okay. Dann einmal bitte hier zur Zugbrücke zurück.
Ja, wir müssen darüber, um zum Jarl zu kommen. Okay. Jarl Erland. Ich finde das aber geil, dass sie den Schnee nach unten drücken. Ist echt nice gemacht. I got it. Okay, da oben ist die Markierung. Aber sehr stabil sieht die Brücke hier auch nicht wirklich aus. Lass mich runter gucken. Ich wollte schon sagen, schöne Hütte, aber die kommt ja hier hinten. All right. Gut, dass du hier bist. Unser Wachturm wurde von Räubern eingenommen. Okay. Ach, ich soll jetzt kämpfen mit den paar Männelkicken, die ich habe? Willst du mich verarschen? Die gehen alle hops. Ah ja, komm. Scheiß drauf. Right. Entzünde das Licht im Wachturm auf dem Hügel. Wo? Hügel? Nein. Was ist denn das? Ich würde es an. Was stand da? Halle der Ältesten. Lager. Okay. Guck mal, was sie noch so hier haben. Die haben aber nicht wirklich viele Brunnen, sehe ich gerade. Die haben Schweine! Die Schweine! Ich will auch Schweine haben. Ich habe aktuell 12 Kämpfer und 2 Speer. Das wird doch niemals reichen, um hier irgendeinen Turm einzunehmen. Warum geht das nach unten? Ist hier schon wieder ein Berg? Jo, da ist ein Berg. Okay, wenn hier überall Berg ist. Hier hinten ist vielleicht noch eine Enge, wenn ich das richtig. Nee, das ist auch ein Berg. Lol. Dann war das hier der Turm. Okay. Einmal zurück nach Hause, bitte. Warte, wir werden angegriffen. Hä? Wo? Ach, hier unten. Hä? What the fuck? As you wish. Was ist hier? What? Hä? Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Was war los? Wer weiß. Ach, es fehlt schon wieder hier. Helfer, Bauarbeiter.
muss eindeutig mehr Häuser bauen. Da? Ach komm, wir bauen die mal im Wechsel hier. So. Und noch eins. Na komm, so. Der hat hier noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, wir stellen die Produktion erst einmal jetzt wirklich ein. Wir haben so viel Holz. Das ist ja nicht mehr normal. Da starten wir jetzt die... Die sind ja schnell. Wenn wir jetzt hier die Produktion starten, müsste der doch eigentlich das Eisen hier abbauen. Warum macht der das nicht? Es ist mit drinne, genauso wie bei dem hier. Wer weiß, wer weiß. So. Wir sind jetzt wieder bei dem. Heilt der uns irgendwie? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir gehen wieder hier hin. Wir haben... Haben wir das geplündert? Ich weiß es gar nicht mehr. Zünde das Licht im Wachturm auf dem Hügel. Das kann ja dann wirklich nur hier drüben gewesen sein. Ach, jetzt plündern sie die. Jetzt machen das die Späher. Vorhin haben sie es nicht gemacht. Mann, Mann, Mann. So, da gab es die Ressourcen und hier ist der Turm. Ich hoffe jetzt, dass das der richtige ist. Weil brennt tut er ja eigentlich. Es scheint nicht der richtige zu sein. I got it. Warum auch? Kommt ihr bis hier vor? Ja. Errungenschaft freigeschalten. Gort. Was ist ein Gort? Almost. Okay, da komme ich nicht hin. Aber dort. Dann jag ich die mal ganz kurz dahin, dann ist hier wenigstens die Map soweit aufgedeckt. Aber hier ist... Wie soll ich denn da hochkommen? Mal so ganz doof gefragt. Jetzt. Okay, dann haben wir hier alles aufgedeckt. Das kann doch jetzt nicht sein. Hier oben ist das. Wie soll ich denn da hinkommen? As you wish. Mir wird hier auch nicht mal was angezeigt. So, ihr kommt jetzt erstmal bitte bis hierher, meine Krieger. Okay, da bewegen sie sich. Wir produzieren. Oh! Oh!
Was ist denn gerade hier los? Okay, da gleich nochmal drei Einheiten hier, ne? Machen. So, da ihr so schnell seid, dahin mit euch. Ich komm, nee, auf den Stein komme ich nicht. Wie soll ich das Feuer bitte schön entzünden? Hier drinne komme ich doch aber auch nicht hoch. Nee, hä? Okay, man kann sich später auch noch eine Werft freischalten. Das ist geil. Kommt ihr? Ja, so langsam. So, ich möchte, dass ihr euch da hinstellt. Ihr sollt mir jetzt mal die Map hier aufdecken. Wie verdammt nochmal komm ich da hoch? Alles klar. Alles klar. As you wish. Viele sind da? Fünfe. Kriege ich das hin aktuell? Wir haben ja diesen komischen Bonus noch. So, Angriff. Na, das ging ja mal zügig. Dann erstmal hier plündern. So, Feuer entzünden. Und weh, ihr macht das jetzt nicht. Ah, nice, nice. Feindliche Armee aufgetaucht. Bei uns schon wieder? Hä? Und die stehen hier nur rum. Okay. Ein Kriegsschiff. Ist das? Kann ich das angreifen? Nee. Schon wieder feindliche Armee aufgetaucht, hä? Sag mal, wollen die mich jetzt verarschen, ne? Jetzt steht hier ein Kriegsschiff. Die wollen mich doch verarschen. Die sind mir jetzt auf immer feindlich gesonnen, hä? Erst soll ich dem helfen? Ja, Irland hat dich betrogen. Seine Truppen sind schon auf dem Weg, deine Siedlung zu plündern und dein Volk abzuschlachten. Beeile dich und beschütze deine Leute. Es
Leute, ist das hier meine Siedlung? Weil wenn ja, ich brauche euch. Kommt mal hierher. Let's none of them alive. Drei, zwei, eins. Okay, der erste Trupp ist down. Wo sind jetzt die anderen? On my way. Wo sind die? Da sind sie! Kill! Alter! Alter! Da sind ja noch mehr! Okay. Da waren wir. Was ist denn hier los? As you wish. Warum? Alter, hier! Der hat wirklich welche geschickt! Kill. Die Eindringlinge wurden zurückgedrängt, aber wir werden sie nicht mehr lange zurückhalten können. Wir müssen was? Alright. Alter, wie soll ich denn die aufhalten, bitteschön? Ich will noch mal den Bonus von dem hier haben. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Errungenschaft freigeschalten. So ist die Story beginnen. Mission abgeschlossen. Bin ich jetzt gestorben? Im Winter ist es sehr kalt. Die noch irgendwas. Okay, war das jetzt wirklich die Kampagne? Okay. Dann starten wir jetzt noch direkt ein neues Spiel. Für Valhalla. Okay, so haben wir natürlich nicht angefangen. Ich brauch erste Mal eine Fischerhütte. Dahin. Genau. Boot brauchen wir noch nicht. Das braucht Holzfällerhütte. Die haben wir hier. So. Und eine Sammlergilde. Ich würde sagen, die bauen wir direkt daneben auf. So. Ich glaube, den sein Banner kann ich auch überall platzieren. Du bringst Fisch. Ihr zwei könnt mir hier ruhig mal ein bisschen aufdecken normalerweise. I got it. Hier muss auch noch einer ran. Der Banner wird hier gesetzt. Einer.
Ich denke mal, einer reicht überall erstmal aus. So, Ziele habe ich aktuell keine. So, Banner. Dahin. Und ein Mitarbeiter. On my way. So, mehr werde ich erstmal noch nicht aufdecken. Keine Lust, dass ich schon irgendeine feindliche Siedlung finde. Was ist das hier oben? Okay. Unser Dorf heißt Borga Fioro. Das sind Namen, über die freut man sich immer. Und anscheinend sind wir hier auf einer Insel. Das wäre richtig geil. Überall Verteidigungsanlagen aufbauen ringsum. Müsste man eigentlich safe sein. Oh, Freund oder Feind? Gib uns etwas Zeit, um uns zusammen. Wir benötigen einige Ressourcen wegen ein Bootdings. Ja, komm hier. Hä? Gib uns etwas Zeit. Da haben wir doch schon die erste Aufgabe. I got it. Nein, nein, nein! Nicht kämpfen. Geht zum Wagen zurück. Nein. Nein. Ich will. Wo? Da. Dahin. So. Da ist ein versunkenes Schiff. All right. Wir brauchen noch ein bisschen was an Ressourcen, um denen zu helfen. Und zwar Fleisch. Da werden wir gleich noch eine Jägerhütte bauen. Die Frage ist nur, wo... Ich brauche Holz. Okay, dann müssen wir erstmal ein bisschen warten. Alright. Ja, ein bisschen die Map erkunden hier. Auf zwei Seiten Wasser, einen halben Landweg, zweimal Landweg. Kann man das am besten schützen? Hm. Haben wir wieder Holz. Hier vorne ist auch wieder irgendwas. Die Bauern im Fischerdorf sind bereit für den... noch irgendwas. Okay, was haben wir denn hier? Das sieht mir nicht geheuer aus. Wir gehen nochmal dahin zurück. As you wish. Da sind 4 Krieger sogar aufgetaucht. Jägerhütte. Dahin. Ah
einige Fischer die Ressourcen für den kommenden Winter, vor allem Winter sammeln. Unsere Vorräte wurden von Räubern geplündert. Bitte hilf uns auf den nahenden Winter. Bitte helf uns auf der. Komm. Ich und die. Ach. Was fehlt denn? Leder fehlt. Ich brauche einen Gerberer. Na, Bauern. Oh, Windmühle. Gerberer. Requit Jägerhütte. Die ist gleich fertig. Die ist gleich fertig. Nee, ich will ja helfen. Mach das mal weg. Eins. Und zwar jagen gehst du. Da. Und jetzt können wir den. Wo ist er? Den da bauen. So. Jetzt sehe ich leider nicht mehr, wie viele Banditen dort waren. Schade. Vielleicht haben die ja ein bisschen Leder, wenn ich die wegsnacke. Da, vier Stück, wir sind zu sechs, los! Ach, das sind nur Hunde! Oh lol. Das waren ja nur Hunde. Alle dahin bewegen? Danke. Und einmal dahin. So, Steine, das haben wir. Du machst erstmal keine Kleidung. Ich brauche erstmal Leder. Und ich brauche Häuser. Eins. Zwei. Drei. I got it. Da kommt doch schon wieder irgendwas. Stein, wow. Ja, sowas brauche ich. Am besten mit ganz viel Leder drin. Fünf Leder. Die Bauernfischer sind bereit für den nahenden Winter. Einige haben. Was? Feinde aufgetaucht? Nur drei. Ach komm, die snack mal weg. Wie sie da im Wald kauern. Ein Speer ist down. I can't die yet. Und der letzte geht down. Schön. Wir haben ein Speer und einen Krieger verloren. I got it. So, was ist das?
Übernimm die Kontrolle über Runensteine. 1 von 6. Segen freigeschaltet. Nice. Ich lasse euch. Nee, ihr kommt erstmal zurück. So. Alright. Warum stehen hier schon wieder 4 Mann? Okay. Jetzt kriege ich die Meldung wieder nicht weg. Jetzt ist sie weg. Bim, 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 bim. Nee, ich brauche noch 10. Leder. Oh lol. Wo sind auf einmal meine 8 Leder hin? Ach, leck mich doch. Ein Brünnchen. Dahin. So, einmal ganz kurz speichern. Gibt's keine Speicheranimation? Ach, da oben steht Spiel gespeichert. Sehr schön. So, der Brunnen ist auch fertig. Für den Tempel fehlt mir Stein. Bauernhaus. Ah, nee, noch nicht. Waffenschmiede. Alles klar, die wird gebaut. So. Gut, ich speichere jetzt hier nochmal. Ich denke mal, eine Stunde 44 wird für den Stream am Vormittag ausreichen. Morgen Vormittag streame ich wieder Frozenheim. Heute Nachmittag streame ich mit einem Kollegen zusammen World of Tanks. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch wieder dazu einschalten. Ne? Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne ein Follow dalassen, wenn ihr möchtet. Und vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag wieder im Stream. Ansonsten genießt den Tag noch schön. Bis dahin, bis heute Nachmittag eventuell. Tschüss.